Willkommen in Graffitport City. Heute ist Sonntag, 11.30 Uhr. Und was sehen wir hier? Team Magma steht an für Museum. Gut, sollen sie doch. Werden ja bald eh rausgeschmissen oder hauen ab. Dafür werden wir ja schon sorgen. Dann bringen wir ihm mal das Paket. Er hat ja schon so viel zu tun. Wir sollen auch noch frechheit, dass wir Geld zahlen müssen, dass wir überhaupt reinkommen. Gut, wir haben genug, wie wir sehen können, aber trotzdem. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ein KMO Level 15 gegen mein Absol Level 31 oder sogar bei 32. Sieht nicht gut aus für euch. Und der nächste bitte. Ein Super Dubat. Level 32, perfekt. Und weiter geht's. Das war's ja schon wieder. Und weiter geht's schon. Den ignorieren wir jetzt einfach. Das Teil brauchen wir nicht. Und schon geht unsere Reise weiter. Ein Pokémon-Fan. Mann, das tat schön weh, der einen Rucksack hebt. Was für eine Frechheit hier. Plus mal Minus ist gleich Minus. Yeah. Und anders gesagt, dass man gleich verliert in so einem Kampf. Also immer Plus und Plus fangen. Dann gewinnt man immer. Das wäre immer positiv. Selbst wenn man HIV bekommt, hat man es positiv. Dafür kann ich nichts, das ist ja normal ein Doppelkampf. Was? Minon hat überlebt? Verarschen? Na warte. So, weiter geht's. Ja, schönen Zickzack. Ja, von mir aus. Und weiter zum nächsten. Ein Eneko. Ein sehr süßes Pokémon, so wie eine so wie seine Entwicklung. Und trotzdem muss man es besiegen. Ja, so muss es sein. Auf zum nächsten. Ein Kavada, oh Mann. Mal jetzt schnell hier. Oh, Tantara, Level 5, Level 10.
Schon wieder ein Kabel da. Weiter zu trainieren ist anstrengend, bis es endlich mal zu gar das wird. Ein Winkel brauchen wir nicht, da wir zwei Beine haben für Fliegen. Was? Wow, nicht schlecht. Und tschüss. Tschüss, Fritze Blitz. Was für eine Frechheit. Wegen Paralysieren pausiere ich jetzt hier kurz und gehe nochmal kurz zurück zur Pokémon Center und teile schnell. Also bis gleich. Und da sind wir wieder. Auf zur nächsten Stadt. Oh mein Gott, da ist Maike. Wir kämpfen. Mal schauen, wie stark sie geworden ist. Einen Ball hat sie sogar gefangen. Und zeig mal, ob es drauf hast. Natürlich nicht. Jungklut Level 20. Nicht schlecht, aber wir werden dich trotzdem besiegen. Sag ich doch. Brauchen wir nicht. Und verschwende jetzt endlich. Der nächste Trainer. Ein Sammler schon wieder. Oh Mann. Eine Psychotose. In einem Abra jemand. Damit kommt er nicht weit, dass er überhaupt Level 16 sein kann, ein Wunder. Der nächste Trainer bitte. Level 12, dann Tara. War einmal. Jetzt Level 9, oh mein. Wer das nicht als erstes einsetzen kann. Und da sind wir schon mal von Frost City. Wo unser Fahrrad bekommt, der Trümmerer und unser dritten Orden. So ist es gut. Ach, wen treffen wir denn hier? Der Heiko. Er will auch jene Leiter herausfordern, aber ist nicht sicher, ob das möchte. Jetzt kämpfen wir einander, um zu sehen, dass stark genug ist. Und natürlich ist das nicht. Er ist 16, damit ein Pokémon, dass er da nur ein Arena-Leiter besiegen kann. Dann will er nämlich mit den ersten besiegen. Und auf Wiedersehen euch zwei. Ja, wir sehen uns wieder.
So, jetzt holen wir uns der Trümmerer, wenn es schon mal geht. Dankeschön. Fahrrad können wir auch schon holen oder erst dann? Ja, der Unkühlkong, unser Fahrrad schon, das ist gut. Dann sind wir ja noch schneller unterwegs. Natürlich nehmen wir uns das Einrad. Gleich mal als Basis einstellen. Wo ist es denn? Da. Gut, das war's vorerst und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Viel Spaß noch und haut rein, Leute. Auf Wiedersehen und schönen Sonntag noch.